Der russische Angriff auf die Ukraine zieht auch eine humanitäre Krise nach sich. Und auch die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist wie in allen Konfliktorten dieser Welt hier im Einsatz, um die größte Not zu lindern. Zwar gibt es bereits seit längerem eine enge Zusammenarbeit zwischen dem deutschen und dem ukrainischen Roten Kreuz, mit einer solchen Eskalation des Konfliktes hatte jedoch niemand gerechnet. Also das deutsche Rote Kreuz und das ukrainische Rote Kreuz verbindet eine Partnerschaft bereits seit dem Reaktorunfall in Tschernobyl. Und seither arbeiten wir fortlaufend zusammen. In den letzten Jahren haben wir sehr viel in der Ostukraine die Kolleginnen und Kollegen unterstützt, nahe der Kontaktlinie. Besonders bedürftige Menschen haben wir dort unterstützt. Und wir sind nicht davon ausgegangen, dass es zu einer derartigen Eskalation des Konfliktes kommen würde. Wir haben Sicherheitsmechanismen, wir haben Sicherheitsregularien, wir haben Vorkehrungen getroffen, aber die waren mehr sozusagen aus einer Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeitenden getragen, als jetzt aus der Erwartung heraus, dass es eine derartige Eskalation geben würde. Der eskalierte Konflikt in der Ukraine wirft auch die Frage auf, wie gut die Bundeswehr eigentlich für einen solchen Konflikt gerüstet ist. Der Koblenzer Bundestagsabgeordnete Josef Oster ist stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss und sieht Handlungsbedarf. Also es ist zunächst einmal, glaube ich, eine extrem beängstigende und beunruhigende Situation, die wir hier gerade erleben. Eine Situation, die wir über Generationen so in Deutschland und in ganz Europa nicht wahrnehmen mussten. Deutlich wird, und das zeigt auch Ihre Frage, dass wir uns in Deutschland, aber auch in der ganzen Europäischen Union in den vergangenen Jahren zu wenig mit Sicherheitspolitik auseinandergesetzt haben. Wir haben die zum Glück sehr lange Friedensphase nicht genutzt, um uns trotzdem sicherheitspolitisch und verteidigungspolitisch auf die Höhe der Zeit zu bringen. Und das ist der Grund dafür, dass im Moment in dieser Frage, auch in den vergangenen Wochen, ja niemand mit Europa verhandelt hat, sondern die Gespräche fanden über Europa statt, aber ohne die europäischen Partner oft. Und das liegt daran, dass wir auch militärisch nicht auf Augenhöhe mit Russland diskutieren und verhandeln können. Und das ist eine Schwäche Europas, die jetzt sich bitter rächt. Die rasante Eskalation in der Ukraine mag viele überrascht haben, das CDU-Urgestein Michael Fuchs mit Sicherheit nicht. Bereits vor Jahren hatte sich der Politiker kritisch gegenüber Wladimir Putin und dessen Handeln geäußert und wurde dadurch bereits 2015 mit einem Einreiseverbot in die Russische Föderation belegt. Ich habe damals mich sehr darüber aufgeregt, dass die Russen über Luhansk ein Passagierflugzeug, ich glaube es war Malaysian Airways, abgeschossen hatten, über 250 Tote. Und ich war der Meinung, dass das eigentlich nicht sein kann, dass ein solches Land dann die WM ausrichtet, denn da muss ja sehr viel geflogen werden, da werden sehr viele Europäer nach Russland fliegen und auch genau über diese Region. Und solange der Luftraum nicht durch die Russen abgesichert sein kann und ist, kann man auch meiner Meinung nach keine WM dort ausführen. Das war der Grund damals. Aber es gab ja mehrere Gründe, weswegen die Russen mir die Einreiseerlaubnis entzogen haben. Ich war von Anfang an immer gegen Nord Stream 2. Ich halte das für einen kapitalen Fehler, habe das auch im Deutschen Bundestag klar gemacht und auch mit der Bundeskanzlerin besprochen. Das war ein Schritt in mehr Abhängigkeit von russischem Gas, den ich absolut für falsch halte. Die Rhetorik von Wladimir Putin wirkt mittlerweile teils abstrus. Fuchs ist der Ansicht, Putin geht es nur um eines: Demokratie in seinem Umfeld zu verhindern und jeden Freiheitsdrang im Keim zu ersticken. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, worauf er da hinaus will. Und die historischen Erklärungen, die er von sich gegeben hat, die stimmen ja alle nicht. Wenn man die wirklich vor die Historie hält und guckt sich das Ganze mal genau an, was er da erzählt hat, dann ist das ziemlicher Blödsinn gewesen. Aber das jetzt einzeln auseinanderzulegen, das macht gar keinen Sinn. Er will nichts anderes, als die Demokratie in seinem unmittelbaren Umfeld zu verhindern. Das ist sein Ziel, denn er hat panische Angst davor, dass ähnliche Bewegungen dann auch in Russland kommen werden, was ja eigentlich in der Natur der Sache ist. Hat es ja auch schon gegeben. Aber Sie sehen es ja auch daran, dass er jeden, wie auch immer gearteten Freiheitsdrang der Russen, ich erinnere an Herrn Nawalny, im Keim erstickt und sogar so weit geht, dass er im
Berlin im Tiergarten einen Gegner von Russland, einen Freiheitskämpfer gegen den russischen Diktator erschießen lässt. Das macht Russland und das zeigt, wie weit die gehen.